Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder den Weg hierher gefunden hast. Das freut mich doch ganz besonders. Und ja, willst du nichts mehr verpassen? Einfach das Abo da lassen, Glocke aktivieren, kommentieren, wenn du magst, liken sowieso. Und ja, bis... Ja... Jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen, sorry. Ja, wie gesagt, damit hilfst du mir, damit hilfst du dem Kanal und du machst mich damit natürlich glücklich. So, meine Freunde, jetzt aber, nachdem ich einmal aus dem Konzept gekommen bin, beschäftigen wir uns heute auf jeden Fall hiermit weiter, mit der Geschichte. Und wir haben beim letzten Mal ja diese Tram hier hergelegt, so weit, so gut, alles in Ordnung. Kann man so auch machen. Ich werde die jetzt, glaube ich, mal unter Strom setzen. Sollte klappen. Ja, dann hat die jetzt auch schon mal Strom. Das ist schön. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich hier irgendwie reinführen. Aber auch das ist kein Thema. Am besten so zentral wie irgend möglich. Lass mal kurz gucken. Zentral wäre natürlich hier irgendwie. Ja, dass wir die da auch möglichst hinbekommen. Jetzt muss ich nochmal ein bisschen was wegreißen, glaube ich. Dass wir die da auch schön verlegen können. Ja, das klappt gut. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier unsere Weiche hinsetzen, ohne Probleme. Sagte er und es klappte nicht. Weil da irgendwas wieder ist, was ihm stört. Ich hasse es, ne? Ich hasse sowas. So, jetzt passt es. Gut, alles klar. Also, mein Freund, du kommst aus der Richtung. Alles klar. Chain. Passt. Passt. So, okay, dann kannst du von mir aus auch... Na, da kann er natürlich nicht hinsetzen, macht nichts. Aber hier geht's nochmal. Passt, wackelt unter der Luft. Okay, wir geben mal Vollgas. Ich möchte was sehen. So, und die Frage ist, setzen wir hier Trams ein oder setzen wir Züge ein? Ich möchte eigentlich nicht so gerne Züge durch die ganze City fahren lassen. Aber allerdings ist es so eine Sache, ne? Um die Massen hier wegzubekommen, könnte es eng werden. Das sind alles so kleine Dinger. 1000 Passagiere. Eigentlich übertrieben, ne? Für eine Tram. Andererseits sehe es cool aus. Weil die Standarddinger, die... Klar, ich kann ja auch so ein Apparillo reinpflanzen, aber das will ich ja gar nicht. Bushaltestelle. Trolleybus, Bushaltestelle mit Tram. Sollen wir hier vielleicht nochmal ein paar Busse fahren lassen? Vielleicht. Nicht so spektakulär. Na, diese Einser-Dinger, die finde ich jetzt nicht so prickelnd. Das ist zu übertrieben. Ich fand mich ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt wird hier irgendwie... Dann nehmen wir noch mal ganz kurz ein bisschen was weg. So. Wäre der Standardbahnsteig. Würde natürlich auch gehen, gar keine Frage. Komm, wir nehmen mal Vanilla. Komm, was soll's. Wir nehmen heute mal ein bisschen Vanilla. Wenn wir den noch mal ein bisschen versetzen jetzt. Ach komm, du sollst dich doch wegmachen, Mann.
Wie gesagt, das nochmal ein bisschen nach oben verschieben. So. Dann nehmen wir mal hier die Position ein. Sehr gut. Ja, dann machen wir das Ganze mal so. Ja, Autosave, danke. Dann sind wir ein bisschen flexibler. Eventuell doch nochmal Züge einzusetzen. Na, komm. Ja, leider nicht ganz synchron, aber egal. Können wir eventuell doch nochmal kleine Züge einsetzen. Mal sehen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie wir das machen. Auf jeden Fall haben wir Straßenanschluss. Das ist schon mal viel wert. Okay, dann geben wir dir mal so eine Chance. So, dann haben wir das. Die haben natürlich hier noch gar nichts, ne? Strom etc. pp. Da brauchen wir natürlich auch wieder das volle Programm. Ist ja logisch. Dann bauen wir mal einen Kindergarten. Und zwar einen Big Kindergarten. Ich denke mal, das wird es nötig sein. Vielleicht sogar gleich mal zwei. So, zwei Kindergärten. Dann schultechnisch brauchen wir auch Schule. Was ist das denn hier? Wie kann der denn? 10? Ich weiß nicht, wie die hier aussehen. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Stalin-Style-School. Ja, ein bisschen ruhig. Hier ist er wieder ein bisschen moderner. Ne? Da können wir ja eigentlich das so handhaben. Verdammt, kriegen wir die hier nicht vernünftig hin? Jetzt hier hinten wäre eine Chance. So, da kriegen die halt wirklich... Damit die arbeiten gehen können, die Leute. Kriegen die hier die Schule hin. Dann gucken wir mal wegen Kino. Planetarium würde ich nicht unbedingt nochmal bauen wollen. Das hier ist viel zu viel übertrieben. Das Navalmuseum müssen wir irgendwann auch nochmal basteln. Aber nicht jetzt. Kultura. Sollen die alles haben hier? Wir brauchen aber noch Geschäfte etc. pp. So, dann bauen wir das mal mit hier hinten hin. Kultura. Dann Geschäft. Kultura. Vielleicht hier ein anderes hinbauen. Cinema oder sowas. Na, dann bauen wir hier mal, ein Kino hin. Dann, Shopping. Shopping. Und ein Krankenhaus brauchen wir auch noch. Sportplatz sowieso. Shopping. Wo warst du denn? Geschäft. Shopping Mall. Da haben wir ja, glaube ich, zwei. Kleines Einkaufszentrum. Riesenapparillo. Shopping Mall, da haben wir noch eine. Tja, nehmen wir das als zentralen Punkt oder eher nicht? Das ist jetzt die Frage. Ob die von da aus überall rankommen. Wir setzen es mal hin. Ich denke mal, sie könnten eventuell, wenn es gut läuft, dass es klappt. So, dann kriegen die jetzt den Anschluss auch noch. Ja, zack. Können die dahin auch noch rumeiern. Ja, das geht leider nicht, aber das geht. Ja, der geht auch und der geht auch. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, inwiefern die da noch rankommen. Das klappt. Okay, da kommen sie jetzt nicht ran.
fehlt ja auch der Weg. Verständlich. So, hier ist natürlich auch kein Strom etc. pp. Das ist logisch. Na, kommen wir da ran? Ja, das geht. So, sieht zwar nicht so toll aus, aber egal. So, und den kriegen wir irgendwie auch noch rangefriemelt. Jetzt müssten die da eigentlich rankommen. Mal schauen. Ja, da kommen sie ran, aber hier noch nicht. Liegt aber auch daran. So, jetzt nochmal schauen. Ja, jetzt kommen sie da ran. Sehr gut. Die müssten auch da rankommen. Gut, die kommen da ran. Ich gucke gerade mal die maximale Reichweite. Die kommen noch nicht daran. Okay, es ist noch keine großartige Verbindung. Machen wir jetzt. Das wird ja echt interessant werden. So, den pflücken wir da noch dran. Das pflücken wir noch dran. Den pflücken wir dran. Den pflücken wir noch dran. So, den ziehen wir da ab. Okay, da geht's nicht. Na, den noch. Okay, da will er nicht. Halb so wild. Auch das kriegen wir noch hin. Nee, das will ich so nicht haben. So will ich es haben. So. Jetzt ist doch eigentlich alles vernetzt, oder? Theoretisch müssten die überall rankommen. Perfekt. Läuft. Die kommen da ran. Kommen die denn da auch noch ran? Ja, die kommen da auch noch ran. Also es geht. Das können wir machen hier. Im Einkaufszentrum. Jetzt müssen wir halt nur die Waren kaufen. Und dann sieht die Sache gut aus. Kauf das mal. So, dann haben wir Einkaufszentrum, wir haben Schulen, wir haben Kultur. Fehlt uns ja eigentlich nur noch in Anführungsstrichen Feuerwehr, Krankenhaus. Und dann haben wir das Ding hier auch. Monument vielleicht auch nochmal ganz nett. Hier irgendwie was Cooles hinbauen. Was ist das hier? Koloss. Das ist ein Witz, was es ist. Memorial. Das ist zu klein, Dinger. Ja, das ist jetzt übertrieben. Meiner Meinung nach. Den kennen wir ja schon. Naja, das ist egal. Okay, wir gucken erstmal jetzt wegen Feuerwehr und dann nehmen wir auf jeden Fall die große. Können wir auch gleich wenn wir da noch eine Straße lang ziehen, können wir die auch gleich so intrigieren. Eventuell so, dann müssen wir nochmal eine Straße durchziehen. Aber kein Problem. So, da werden wir nochmal ganz kurz dann wegreißen. So, dann haben wir hier nämlich Feuerwehr auch. Gleich vor Ort. So. Natürlich nicht. Wie soll es ja auch anders sein? So, okay, bau das mal. Sehr gut. Z
Zack, dann haben wir das ja auch gleich. Und alles nur, um da hinten, sag ich mal jetzt, das Ganze da ein bisschen zu stärken nochmal, dass wir die Leute da rankarren können. Das ist Wahnsinn, was wir für einen Aufriss machen müssen. Nur damit wir diese blöde Plastikproduktion da endlich mal zum Laufen kriegen. Weil das ist echt übel. So, klappt. So, dann können wir hier am Gleis auch direkt so lang gehen. Okay, das passt auch. Gut. Das wäre dann die Feuerwehr. Okidoki, dann können wir den Scharmützler da mal wegnehmen. So, hier noch ein Fußweg. Und da noch ein Fußweg und dann passt das. So, Feuerwehr haben wir auch. Was fehlt uns jetzt noch? Natürlich Fahrzeuge. Ich mache gerne mal ein bisschen bunt gemischt hier. Neuer Fahrzeugtyp verfügbar. Sehr geil. Es fehlt natürlich auch noch Strom. Und wir brauchen natürlich noch einen Arzt, ne? Wir brauchen natürlich noch einen Arzt. Mod. Krankenhaus. Krankenhaus. Ja, es ist, also gefällt mir richtig gut hier die Gegend mittlerweile. Okay, das ist jetzt natürlich hier heftig mit den ganzen Bäumen. Aber na gut. Krankenhaus nochmal stehen geblieben. Zu riesig. Okay, da könnten wir beidseitig und eventuell wäre ja noch ganz cool irgendwie ein bisschen gymnasiumtechnisch. Ich sehe gerade, das Ding ist nicht angeschlossen. Bisschen Platz. Oh, kommt hier das Krankenhaus hin? Stresschen. So, dann gehen wir hier lang. Perfekt. So, dann haben wir die Leute auch schon mal. Jetzt brauchen wir natürlich wieder Fahrzeuge, ist ja klar. Und schon geht's hier los. Ärzte sind schon mal da. Sehr schön. So, einfach mal eine bunte Mischung jetzt. Spielt ja keine große Rolle. Es wird schon gut gehen. So, die ersten fahren da irgendwie auch schon los, habe ich das Gefühl. So, zack. Dann passt das auch. Dann können wir da hingehen. Und dann können wir da hingehen. Und dann ist alles super. Guck mal, wie die hier herströmen. Die wollen alle behandelt werden. Wahnsinn. Sehr geil. So, dann haben die das auch. Jetzt brauchen sie natürlich noch Sport. Mein Gott, ich bin schon wieder die ganze Zeit am Rumdoktern hier. Brauchen noch Sport. Da schreien sie ja immer ganz gewaltig nach. Gib mir Sport, gib mir Sport. Wir wollen alle nur Sport. Okay, dann kriegen wir den hier so als Abschluss irgendwie noch hin. Vielleicht hier hinten nochmal? Obwohl, da machen wir was anderes nochmal hin. Dann versuchen wir dich mal hier noch hinzubiegen. So, das sollte das Bedürfnis nach Sport stillen. Wir brauchen noch eine Kirche, ne? Die wollen ja auch wieder Spiritualität und Gedöns und Kneipen wollen sie noch haben. Ich kenne doch meine Jungs hier. Ich kenne doch meine Jungs. Hier gibt es ja nochmal einen Pub hin. Eine Kirche brauchen wir hier noch, die absolut von der Größe nicht hier reinpasst. Passt ja sowas von gar nicht rein. Optisch gesehen.
Aber es gibt leider nur diese riesen Kathedrale, die hier zwar schick ist, aber optisch null reinpasst. Na, könnten wir höchstens vielleicht hier noch irgendwie hinpflanzen oder da noch, aber das passt dann alles, passt die Relatation nicht. Und das ist doof. Und die Dinger hier sind einfach viel zu winzig. Es gibt leider keine Zwischenlösung, das finde ich echt schade. Aber das hier haben wir hier so einen Klopper hier. Können wir auch beim Krankenhaus hinpacken, das wäre vielleicht noch eine Lösung. Und dann vielleicht nochmal irgendwie eine kleine. Da nochmal hin. So, dann haben sie das auch. Unis fehlen uns. Universität wäre cool. Kremlin. Viel zu groß. Gucken wir, ob wir die hier irgendwo noch hinkriegen. Strom ist natürlich noch nicht da. Ist gerade zu dunkel. Machen wir mal schneller. So, Wege. Alle Richtungen, bitte. Da noch. Der geht noch. So. Okay, jetzt ein bisschen langsamer wieder. Also ich habe geplant, für die nächste Folge dann auf jeden Fall die Trams hierher fahren zu lassen. Hier ist alles gut, ne? Okay, wie gesagt, ich würde gerne irgendwie nochmal ein bisschen universitätstechnisch was hinbauen, aber Tinny University, das ist eine kleine, das ist mir zu klein. Die hier passt optisch nicht hier rein. Die könnten wir aber hier hinsetzen irgendwie nochmal. Oder was ist das hier? Ist die gleich immer übertreiben müssen von der Größe, ne? Technische Uni. Vielleicht auf der Rückseite nochmal irgendwie. Aber im Großen und Ganzen reicht auch sowas hier aus. Kriegen wir dich hier ran? Ne, kriegen wir nicht. Kriegen wir dich hier irgendwie ran? Gefriemelt hier kriegen wir dich noch ran. Wenn wir uns entschließen, hier weiterzubauen, wäre das eine Option. Oder wir machen die einfach hier oben. Na komm, dann bauen wir da die noch hin, dann ist es okay. Dann haben wir nochmal technische Hochschule. Gut, jetzt fehlt uns nur noch Strom, beziehungsweise nochmal ein bisschen Übertragung. Nochmal ein Radio irgendwo hin basteln. Hier vielleicht in die Ecke, passt das vielleicht hin? Ja, Radio passt, sehr gut. Gazetta. Das hört sich für mich immer an wie so ein na, sag schon. Wie eine Zeitung. Na komm. So. Der Papp. Ja, ja, ich weiß, es gibt hier auch keine Leute, wir brauchen auch noch Strom, etc. pp. Das ist mir logisch. Mal gucken, wo wir den abzwacken. Vielleicht reicht ja die Offshore-Energie. Ja, eine ganze Menge hier. Da haben wir noch was. Okay, warte mal kurz. Da haben wir auch noch einen Verteiler. Den können wir durchaus nutzen, wenn es nötig wird. Ich habe so das Gefühl, es wird nötig werden. So, dann gehen wir hier durch.
Und kommen wir hier rum? Und schön. So, okay, dann gehen wir hier lang. Ah, der Winkel wieder zu scharf. So, okay, dann sollte da schon mal Strom herrschen. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch langkommen. Nehmen wir weg. Neuer Fahrzeugtyp, sehr schön. Neuer Bus, wie es aussieht. Na. Ah, hier am Fluss lang. Wollen dahin. Ah, hier so rum. Und passt. So, dann sollte hier eigentlich alles versorgt sein. Theoretisch. Niemand wohnt hier. Okay, das werden wir demnächst ändern. Hier ist auch Strom. Okay, niemand wohnt hier. Alles klar. Ja, damit haben wir dieses Stadtviertel soweit erstmal fertig. So. Zack. Wie gesagt, damit haben wir das erstmal fertig, dieses Viertel. Und beim nächsten Mal setzen wir dann auf jeden Fall die Tram ein und werden die Leute hier erstmal schön hin und her karren. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.